Ja, hallo meine lieben Football-Freunde, herzlich willkommen zur Vorschau der NFL-Saison 2015. Ja, diesmal mit den Seattle Seahawks. Ja, die Seahawks haben in der letzten Saison den ersten Platz in der NFC West belegt, mit einer Bilanz von 12 Siegen und 4 Niederlagen. Ja, man hat dann in den Divisional Playoffs zuerst die Carolina Panthers besiegt, dann im Conference Finals in einem spannenden Match gegen die Green Bay Packers gewonnen nach Overtime. Und dann ist man in die Super Bowl wieder eingezogen zum zweiten Mal hintereinander, aber ist dort dann den New England Patriots unterlegen in auch einem sehr knappen und spannenden Spiel. Also wieder eine sehr erfolgreiche Saison für die Seahawks, wenn man davon ja mal absieht, dass sie dann den Super Bowl verloren haben. Aber trotzdem muss man, glaube ich, insgesamt zufrieden sein mit der Saison der Seahawks. Ja, was hat sich verändert bei den Seahawks? Neu im Team ist der Tight End, und zwar Jimmy Graham. In einen Trade mit den New Orleans Saints haben sie ihn geholt. Sie haben dafür ihren Center Max Unger abgegeben und einen Erstrunden-Draft-Pick. Aber Jimmy Graham wird auf alle Fälle die Offense verstärken. Dann auch noch neu im Team sind Nose Tackle Atiba Rubin und Cornerback Kerry Williams. Ja, und verlassen haben die Seahawks unter anderem Tight End Zach Miller und Tony Moiaki, dann Guard James Carpenter, dann auch schon angesprochen Center Max Unger in dem Trade mit Jimmy Graham, dann Defensive End Outside Linebacker O'Brien Schofield, dann Outside Linebacker Malcolm Smith, der vor 2 Jahren beim Super Bowl Sieg der MVP noch war, ist zu den Raiders gegangen. Auch verlassen, dann haben noch Cornerback Byron Maxwell und Safety Jaron Johnson. Ja, dann ganz wichtig, man konnte den Vertrag mit Marshawn Lynch verlängern, mit dem Running Back, er einer der besten Running Backs in der Liga. Deshalb ganz, ganz wichtig, dass er ja in der Liga bleibt. Ja, man konnte auch mit Russell Wilson schon vorzeitig verlängern, war auch ganz wichtig mit dem Quarterback. Dann auch noch im Team bleiben, Linebacker Michael Morgan, Wide Receiver Ricardo Lockett, Defensive End DeMarcus Dobbs, Fullback Will Tukuafo, Wide Receiver Jermaine Curse und dann noch der Backup Quarterback Tavares Jackson. Ja, dann im Draft, da haben sie ja den Erstrunden-Pick an die Saints abgegeben. Deswegen hatte man erst in der zweiten Runde den ersten Pick. Da hat man dann Frank Clark, einen Defensive End von Michigan, geholt. Dann in der dritten Runde Tyler Lockett, ein Wide Receiver von Kansas State. In der vierten Runde Terry Poole, ein Guard von San Diego State. Mit dem zweiten Pick in der vierten Runde hat man dann noch Mark Glowinski, auch ein Guard von West Virginia, gedraftet. In der fünften Runde dann Ty Smith, ein Cornerback von Towson. In der sechsten Runde hatte man dann 2 Picks. Da hat man zum einen Obum Guacham, einen Defensive End von Oregon State, geholt und dann noch Christian Socoli, ein Defensive Tackle von Buffalo. Und in der siebten und letzten Runde hat man dann noch Ryan Murphy, einen Defensive Back von Oregon State, gedraftet. Ja, kommen wir jetzt zum Roster der Seattle Seahawks. Ja, fangen wir an in der Offense beim Quarterback. Ja, Russell Wilson wird auch die nächsten Jahre der Quarterback der Seahawks bleiben. Ja, seit er bei den Seahawks ist, sind die Seahawks auf alle Fälle ein sehr starkes Team. Er hat sich sehr gut entwickelt, ist ein sehr athletischer Quarterback, kann auch sehr gut laufen. Und das wieder auch benötigen, denn die Offensive Line ist nicht gerade die stärkste. Ja, sein Backup bleibt weiterhin Tavares Jackson, der mittlerweile jetzt schon sehr erfahren ist. Ja, kommen wir dann zu den Running Backs. Auch da wird Marshawn Lynch der Starter bleiben. Ja, wie gesagt, einer der besten Running Backs in der Liga und ganz, ganz wichtig, dass er geblieben ist. Auch noch neu ist der Backup, und zwar Fred Jackson. Er kommt von den Buffalo Bills, die ihn entlassen haben. Und Fred Jackson zwar schon über 30 Jahre alt, aber ein sehr zuverlässiger Backup Running Back. Ja, und dann hat man auch noch Rookie Thomas Rawls im Kader. Ja, dann auf Fullback haben sie Derek Coleman und Will Tukuafu. Ja, gehen wir dann zu den Wide Receivers. Da wird zum einen Doug Baldwin der Starter sein und auf der anderen Seite Jermaine Curse. Beides sehr solide, zuverlässige Wide Receiver, aber keine überragenden. Backup wird zum einen sein der Rookie Tyler Lockett, der in der Preseason schon aufgezeigt hat. Dann haben sie auch noch Ricardo Lockett, BJ Daniels und Chris Matthews im Kader. Ja, wie gesagt, Tight End wird der neue Jimmy Graham sein. Von den Saints getradet, ja, Jimmy Graham, ja, nach Rob Gronkowski, der ist sicherlich der zweitbeste Tight End in der Liga und wird auf alle Fälle die Offense verstärken von den Seahawks. Ja, die Backups sind Luke Wilson und Cooper Helfert. Ja, kommen wir dann zu der Offensive Line, die doch eine Schwachstelle von den Seahawks ist. Auf Left Tackle wird Russell Okung starten. Noch einer der besseren in der Offensive Line, aber hat immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Und
Die Seahawks müssen hoffen, dass er in dieser Saison wieder fit bleibt. Sein Backup ist Alvin Bailey. Right Tackle wird auch neu sein und zwar ist das Gary Gilliam. Ja, letzte Saison hat er Justin Britt gestartet. Er wird jetzt auf Guard rübergesetzt. Ja, auch da ist der Backup Alvin Bailey. Ja, wie schon angesprochen, Left Guard wird jetzt Justin Britt spielen, der letzte Saison noch Right Tackle gespielt hat. Auch da ist ein Backup Alvin Bailey. Auf Right Guard wird J.R. Sweezy spielen, der ja durchaus solide ist. Sein Backup ist der Rookie Mark Glowinski und auch der Center ist neu. Max Unger wurde ja zu den Saints getradet. Ja, und voraussichtlich wird Drew Nowak jetzt den Center-Posten übernehmen. Und sein Backup ist Patrick Lewis. Aber wie schon angesprochen, die O-Line doch sehr fragwürdig, sehr viele neue Leute und der einzige wirklich gute ist Russell Okung. Und deswegen, das wird nicht leicht hier für Quarterback Russell Wilson. Ja, kommen wir jetzt zu der Defense der Seattle Seahawks. Die Seahawks spielen eine 4-3-Defense. Ja, auf Defensive Tackle haben sie zu einem Atiba Rubin und dann noch Brandon Mebane. Ja, Mebane jetzt auch schon lange in der Liga, ein sehr erfahrener Mann. Sein Backup ist Jordan Hill. Und auf Defensive End hat man mit Michael Bennett einen sehr starken Defensive End. Sehr guter Passrusher. Sein Backup ist der Rookie Frank Clark. Und dann hat man auch noch den Marcus Dobbs im Kader. Und auf der anderen Seite wird Cliff Ariel auf Defensive End starten. Ja, die beiden ein sehr gutes Defensive End Duo. Ja, und der Backup von Cliff Averill ist Cassius Marsh. Ja, kommen wir dann zu den Linebackern. Auf Outside Linebacker wird Bruce Irvin starten. Sein Backup ist Michael Morgan. Dann als Middle Linebacker wird Bobby Wagner starten. Auch mit ihm konnte man schon vorzeitig den Vertrag verlängern. War auch ganz wichtig für die Seahawks. Er ist ein sehr guter Middle Linebacker. Sein Backup ist Brock Coyle. Und auf der anderen Outside Linebacker Position wird KJ Wright starten. Und sein Backup ist der Kevin Pierre-Louis. Ja, kommen wir dann zu der Secondary, die auf alle Fälle ja eine große Stärke des Seahawks Defense ist. Auf Cornerback haben sie natürlich Richard Sherman, einen der besten Cornerbacks in der Liga. Und auf der anderen Seite, sie verlieren sie mit Byron Maxwell, den zweiten Cornerback. Ja, dafür wird jetzt Kerry Williams übernehmen, ein sehr erfahrener Mann. Sein Backup, da ist Darrell Simon und den Nickelback-Posten wird Ty Smith, der Rookie, übernehmen. Ja, kommen wir dann zu den Safeties. Auf Strong Safety ist zurzeit der englische Starter Cam Chancellor will einen neuen Vertrag und ja, macht derzeit, also streikt derzeit, wird wahrscheinlich auch zu Beginn der Saison nicht spielen. Ja, ist natürlich bitter. Cam Chancellor bildet da eigentlich mit Free Safety Earl Thomas ein sehr gutes Duo. Und für Chancellor wird wahrscheinlich Dion Bailey einmal als Strong Safety starten. Und die Backups sind dann noch DeShawn Sheed und Kelsey McRae. Und dann auch schon angesprochen, der Free Safety Earl Thomas, meiner Meinung nach einer der ja, besten Spieler bei den Seahawks in der Defense und auch ein ganz, ganz wichtiger und einer der besten Safeties in der Liga. Ja, Earl Thomas, ja, ganz wichtig. Und sein Backup ist Stephen Terrell. Ja, kommen wir dann zu den Special Teams. Panther wird sein John Ryan, auch schon jetzt sehr lange bei den Seahawks als Panther tätig, durchaus ein solider Panther. Auch der Kicker Steven Hauschka ist jetzt schon länger bei den Seahawks, auch ein sehr zuverlässiger Kicker, hat in der letzten Saison 31 von 37 Field Goals verwertet. Und ja, durchaus eine solide Bilanz. Longsnapper wird sein Clint Gresham. Und Punt Returns wird übernehmen, sowohl Punt als auch Kick Returns, der Rookie Tyler Lockett. Und seine Backups sind Doug Baldwin und BJ Daniels. Ja, kommen wir dann zu den Verletzungen. Auf alle Fälle für den Rest der Saison ausfallen wird Jeremy Lane, beziehungsweise die ersten Spiele wieder verpassen. Er hat sich das Kreuzband gerissen. Und ja, wird auf alle Fälle die ersten Spiele verpassen. Dann Wide Receiver Paul Richardson hat sich ja auch das Kreuzband gerissen. Auch er wird die ersten Spiele verpassen. Ja, dann Jesse Williams, der Defensive Tackle, wird auch für den Rest der Saison ausfallen mit einer Krankheit. Und dann, ja, ich habe auch schon angesprochen, Cam Chancellor wird nicht spielen, zwar nicht wegen einer Verletzung, aber wie gesagt, er möchte einen neuen Vertrag. Die Seahawks, ja, haben ihm noch keinen neuen Vertrag gegeben und deswegen, ja, geht er jetzt in Streik und wird jetzt einmal zumindest das erste Spiel nicht spielen. Ja, kommen wir jetzt zum Coaching-Staff der Seattle Seahawks. Ja, Head Coach ist Pete Carroll und das jetzt schon seit 2010, also jetzt schon ja, seit 6 Jahren hier bei den Seahawks. Und ja, das ist durchaus sehr erfolgreich, war auch zuvor schon Head Coach in der NFL, unter anderem eine Saison bei den Jets und drei bei den New England Patriots und danach war er dann lange Jahre auf dem College Head Coach bei USC und wie gesagt seit 2010.
ist er jetzt der Head Coach der Seattle Seahawks. Offensive Coordinator ist Darrell Bevell. Darrell Bevell auch jetzt schon ja, sehr lange bei den Seahawks. Geht jetzt in seine fünfte Saison als Offensive Coordinator und unter ihm die Offense durchaus sehr gut. Ja, Defensive Coordinator ist neu, denn der letzte Defensive Coordinator, Dan Quinn, ist zu den Atlanta Falcons gegangen, wo er jetzt der Head Coach geworden ist. Und deswegen, ja, Chris Richards, der neue Defensive Coordinator, er war zuletzt der Defensive Back Coach von den Seahawks. Ja, und er wurde jetzt befördert zum Defensive Coordinator. Und dann auch noch erwähnenswert ist der ja, Assistant Head Coach und Offensive Line Coach Tom Cable, auch ein ehemaliger Head Coach, war 3 Jahre Head Coach bei den Oakland Raiders. Ja, Besitzer der Seattle Seahawks ist Paul Allen. Er ist jetzt schon seit 1997 der Besitzer der Seahawks und General Manager ist John Schneider. Ja, er ist seit 2010 der General Manager. Ja, kommen wir dann zum Spielplan der Seattle Seahawks. Ja, sie beginnen mit 2 Auswärtsspielen und zwar in St. Louis und dann in Green Bay gleich. Ja, ein Rematch vom NFC Championship Game wird auf alle Fälle interessant. Danach hat man dann 2 Heimspiele gegen Chicago und gegen Detroit. Dann geht es zu den Cincinnati Bengals, dann ein Heimspiel gegen die Carolina Panthers. Auch das eine Neuauflage aus den letztjährigen Playoffs. Dann geht es 2-mal auswärts rein in San Francisco und dann in Dallas. Danach haben sie eine Bye Week. Dann haben sie gleich 3 Heimspiele in Folge und zwar gegen Arizona, gegen San Francisco und dann gegen Pittsburgh. Dann geht es 2-mal auswärts nach Minnesota und Baltimore. Dann empfangen sie die Cleveland Browns und die Rams. Und das letzte Spiel ist auswärts bei den Arizona Cardinals. Und das ist auf alle Fälle ein sehr interessantes Spiel. Da wird es auf alle Fälle um den Divisionstitel gehen hier in dieser NFC West. Ja, der Spielplan ist nicht leicht. Es sind ein paar schwere Spiele dabei, wie zum Beispiel auswärts in Green Bay, das sicherlich nicht leicht wird. Und auch das letzte Spiel auswärts in Arizona, das wird auf alle Fälle ganz, ganz spannend. Trotzdem die Seahawks, man muss einfach ganz klar sagen, die Seahawks sind eines der stärksten Teams in der NFC. Deswegen haben sie auch die letzten 2 Jahre jeweils den Super Bowl erreicht. Und auch in dieser Saison sollten sie zumindest die Playoffs erreichen. Ja, ich glaube aber, dass sie nur Zweiter werden hinter den Arizona Cardinals in der NFC West, aber mit einer Bilanz von 11 Siegen und 5 Niederlagen werden sie meiner Meinung nach auf alle Fälle eine Wildcard bekommen. Ja, das ist jetzt meine Vorschau hier für die Seattle Seahawks in der NFL-Saison 2015. Ja, und jetzt meine Frage an euch. Ja, was tippt ihr? Wie glaubt ihr, werden die Seattle Seahawks in dieser Saison abschneiden? Ja, schreibt es unten in die Kommentare. Ich würde mich freuen über ein Abo. Und ich bedanke mich, dass ihr dieses Video angeschaut habt. Und ich sage Tschüss, euer Little Piccolo.